Rainer Brandt. Ein neues Werk von Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen. Rainer Brandt. Mit seiner Spezialkamera. Zwergfell erschütternden Trainerbankstudien. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Kamera fertig, Ton ab. Meine Fresse, das kann ja noch heiter werden. Das fängt ja gut an. Und der ist noch nicht mal da. Mit Recht jubeln die Leute so. Da wird Olle Lukas ganz schön betreten sein. Dicker Vater. Ein ganz starker Typ ist das. Da ist er ja. Leute, er kommt! Willkommen, willkommen, willkommen! Wie ein Diktator. Ein Zirkus habe ich noch nie erlebt. Na, das ist aber eine Freude. Du kommst sogar selbst. Ja, grüß dich. Schönes Wetter, wa? Ein sensationeller Empfang, den das zahlreich erschienene Publikum seinem neu ernannten Kaiser zollt. Großer Stratege, seid gegrüßt. Gott sei Dank brauche ich nicht zu kommentieren. Die Bilder sprechen für sich selbst. Mein Jochen! Ein herrliches Mannsbild, mir wird ganz anders. Bei dem Stier fliegt einem schon vom Hingucken das Deckblatt von der Zigarre. Ich übermannt immer die Rührung, wenn ich so einen Helden sehe. So, guck dir den an, als wär's Nero persönlich. Nein, das hältst du doch im Kopf nicht aus. Anderen Ton, Kollege! Sonst werde ich unangenehm. Hör auf, dich aufzuspielen! Geht einem ja auf den Keks! Ganz ruhig bleiben, Junge. Ja, Zeit, wieder auf den Teppich zu kommen. Weswegen denkst du, sind da Leute hier? Meinetwegen. Na also. Was kann man nur machen? Klaus Dieter, du musst ihn verhexen. Hat auch keinen Sinn bei mir. Verhex ihn, dass er nicht mehr reden kann. Wäre aber was unfair, einen mit solchen Methoden aus dem Verkehr zu ziehen. Nochmal, bisschen stärker. Psst. Gegen den bösen Blick. Mensch, macht ja keinen Spaß mit dir. Sorg dafür, dass deine Spieler hier erscheinen! Kannst wohl nicht mehr gucken, da sind sie doch! Was? Wo? Oh. Na, ein bisschen Bammel habe ich ja. Harte Burschen hat der Feldkampf aus denen gemacht, hochexplosiv. Gummiknüppel fällt doch auf, eine Fahrradkette habe ich in der Tasche. Was habe ich gesagt? Bitte, geht schon los. Was war das? Kriegst gleich was hinter die Ohren, du Ratte. Nicht doch. Nicht so lange quatschen! Umnieten, wie ich es euch beigebracht habe! Hau ihm aus der Natur! Das ist gegen die Regel! Oh, oh, oh. Junge, widersprechen uns noch. Nur mach keinen Fax aus, pennen kannst du woanders. Er hat mir drei Rippen gebrochen. Du hast keinen Grund, hier den Schlappmann zu mimen. Von mir könntet ihr was erleben. Oh, wenn du das nochmal machst, kannst du morgen dein Brötchen aus der Schnabeltasse lutschen, ja? Schick Blumen ins Krankenhaus. War das alles? Sicher. Dann fangen wir an. Ich hab mir vor Angst in die Hosen gemacht. Nur das nicht. Also, was ist nu? Geht nicht, einer meiner Spieler hat sich in die Hose gemacht. Nein! Das haut den stärksten Eskimo von Schlitten. Schön. Darüber macht man sich nicht lustig. Der Mann wird schon wieder hergestellt. Neue Hose besorgen, zieht sie dir mal aus. Die war frisch gewaschen. Schön ruhig bleiben, ganz ruhig. Sonst passiert noch so ein Unglück. Du brauchst gar nicht so einen dicken Maxen zu machen, Mensch. Jetzt reicht's mir aber. Ich hab diese Anflammereien satt, spielen wir ihm gar nicht. Geh ich nach Hause. Meinetwegen, tu, was du nicht lassen kannst. Hier ist auch die Lust vergangen. Gut, Feierabend, Jungs. War aber nett, dass Sie hier waren. Wiedersehen, Herr Feldkampf.